Wir sagen es immer wieder, dass gerade matte Lackierungen besonders empfindlich für Umwelteinflüsse und Verschmutzung sind. Deswegen macht es sehr viel Sinn, diese gleich im Neuwagenzustand zu beschichten. Weil wenn erstmal das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es tatsächlich häufig zu spät. Und genau so einen Fall haben wir hier hinter uns. Und deswegen möchte ich euch mal zeigen, sei es, dass ihr ein Mattfahrzeug habt oder kaufen wollt oder aber, dass ihr Aufbereiter seid und mit solchen Themen zu tun habt, was hier der Fall ist, welche Problematik beim Mattlack entsteht und wie wir jetzt damit umgehen und auch mit dem Kunden sprechen. Ich würde sagen, wir gehen mal ans Fahrzeug, da seht ihr, worum es geht. Ja, und hier ist auch schon das ganze Ausmaß zu sehen. Diesen Schaden, nenne ich ihn mal, sieht man natürlich draußen nicht ganz so stark wie unter unserem Licht. Aber wir haben ja auf dem gesamten Fahrzeug Harzflecken, die zwar nicht mehr oberflächlich zu spüren sind, weil der Harztropfen abgewaschen ist, der sich aber in der Tiefe der Struktur oder die Flecken, die sich in der Tiefe der Struktur abgezeichnet haben, das liegt einfach in der Natur des Mattlacks. Mattlack wird matt, indem die Oberfläche ganz gleichmäßig rau ist. Das ist ein schöner optischer Effekt, aber hat eben auch den Nachteil, dass in diesem rauen in dieser rauen Struktur sich alle möglichen Substanzen, sei es Harz oder auch Insekten oder auch andere Umwelteinflüsse, ablagern und wir nicht mehr in der Lage sind, sie so einfach zu entfernen, weil wir können sie nicht mechanisch entfernen. Wir können den Lack nicht wirklich kneten, wir können ihn nicht polieren und wir können viele lösungsmittelhaltige Chemie nicht verwenden, weil auch die Gefahr besteht, dass der Lack glänzen wird. Und es gibt leider dieses Phänomen auch, dass ein Lack nach der Wäsche im trockenen Zustand gut aussieht, fleckenfrei, wunderbar, wie er sein soll, aber im feuchten Zustand sich Flecken offenbaren. Das möchte ich euch gerne jetzt hier mal zeigen. Ich sprühe jetzt einfach mal einen isopropanolhaltigen Entfetter auf die Oberfläche, weil er eine andere Oberflächenspannung als Wasser hat und man das gleich sehen wird, wovon ich spreche. Und ihr seht diese extremen Flecken in der Struktur, wenn ich hier drüber wische. Wenn sie trocken sind, sieht man die nicht, obwohl er natürlich trotzdem fleckig ist. Aber solche Strukturen kann es auch auf einem trocken, fleckenfreien Lack geben. Woran liegt das? Das liegt im Endeffekt daran, dass diese Substanzen in den Tälern der Struktur Schäden in der Oberfläche hinterlassen. Das könnt ihr euch vorstellen wie ganz feine Ätzspuren, die aber nicht auf den oberen Kanten, also auf den Bergen der Struktur sitzen, sondern in den Tälern. Das heißt, wir kommen da gar nicht ran bei der Reinigung. Und wenn dieser Harzfleck oder das Insekt oder der Vogelkot auf den Lack trifft und einwirkt und anfängt in der Struktur den Lack zu verätzen, haben wir gar keine Chance mehr, das zu entfernen. Mit ein bisschen Glück, sage ich mal, verhält sich der Lack beim Trocknen fleckenfrei. Einfach weil durch die Lichtbrechung in der trockenen Oberfläche, wo ja kein Glanz entsteht und das Licht wie wild in alle Richtungen gebrochen wird, diese Oberflächenmakel nicht zu sehen sind. Wenn ich sie jetzt aber nass mache und ich mache es jetzt hier nochmal, ne, denkt dran, wir haben hier natürlich einige Flecken, aber wenn ich es jetzt nass mache, sehen wir, dass wir massiv mehr Flecken haben. Ne, wir sehen es gerade hier in den Bereichen, hier ist alles voll. Dann erzeuge ich mit meiner Feuchtigkeit auf der Oberfläche eine glänzende Schicht. Dadurch trifft das Licht wieder an einem besseren Winkel auf bzw. aus und ich sehe sie. Per se kein Problem, wenn das Auto trocken ist, dann sieht es sehr gut aus. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn ich jetzt eine normale Beschichtung auf diesen Lack mache, es kann sogar bei einer Mattbeschichtung passieren, meistens aber bei einer normalen Beschichtung, dann erzeuge ich eine glänzende Schicht, auch wenn die nur so dünn ist, dass der Lack selber nicht glänzen wird, kann es dazu führen, dass solche Makel dauerhaft sichtbar sind und sichtbar bleiben. Und den Fall hatten wir auch noch. Deswegen Appell Nummer 2 in diesem Video, verwendet wirklich nur explizite Mattlackbeschichtung, um diesen Effekt zu verhindern. Bei so einem Schadensbild, wie ich es jetzt hier habe, kann man nichts tun. Wir sind mit allen Reinigern, die zugelassen sind, rangegangen. Wir sind mit Baumharzentfernern rangegangen, mit einem Lackentfetter, mit einem Lackentfetter auf Mineralölbasis, mit Silikonentferner. Mit allen auf Mattlack zugelassenen Substanzen sind wir rangegangen und bekommen das nicht weg. Warum? Ist auch relativ klar, wir haben kein Harz mehr auf der Oberfläche. Das Harz ist beseitigt, das merken wir, wenn wir rüberfassen. Wir haben keine Pickelchen mehr, auch hier auf den Flecken, wenn ich da drüber wische. Ich habe keinerlei Oberflächenanhaftungen, die ich spüre. Aber, wie gerade erklärt, das Harz ätzt auch den Lack an oder setzt sich im Lack ab, sodass wir halt einfach eine Strukturveränderung der Oberfläche haben. Und diese bekommen wir leider nicht weg. In so einem Einzelfall muss man jetzt mit dem Kunden Rücksprache halten, ihm transparent über das Phänomen aufklären, ihm sagen, welche Schritte man unternommen hat und warum man jetzt nicht mehr Schritte unternehmen kann. Und dann mit ihm besprechen, ob man es entweder so lässt, mit ein bisschen Glück
verblasst das mit der Zeit, einfach weil der gesamte Lack sich, sage ich mal, ein bisschen mehr abnutzt und dadurch die Lichtbrechung sich verändert und man die nicht mehr so sieht. Oder ob der Kunde sagt, okay, ich hole das Auto wieder ab und lasse es nicht beschichten oder ich beschichte es jetzt trotzdem, damit es nicht in Zukunft passiert. Das muss man dann mit dem Kunden besprechen. Wichtig ist, dass der Kunde weiß, um was für Problematiken sich handelt, warum das noch zu sehen ist, warum es nicht entfernt werden kann und er dann entscheiden kann, was er jetzt gerne für sein Auto möchte. Generell und zum Abschluss dieses Videos nochmal wirklich der Appell. Erstens, wer einen Mattlack kauft und fährt, muss wirklich sorgsam mit dem Auto sein, sollte nicht viel unter Bäumen stehen, Vogelkot sofort entfernen, das Auto häufig waschen und am besten gleich nach der Auslieferung beschichten, weil das ist kein Garant dafür, dass sowas nicht passieren kann. Auch eine Beschichtung wird irgendwann durch Vogelkot und Harz und den anderen ähnlichen Verschmutzungen zerstört. Aber ihr habt erstmal eine Art Opferschicht, die erstens ein bisschen was abhält und zweitens einfach die Reinigung erleichtert, sodass man diesen Schmutz besser von der Oberfläche bekommt, bevor er die Struktur der matten Lackierung beschädigt. Und für alle, die Bock auf einen matten Lack haben, aber Angst vor so einem Phänomen haben, kauft ein glänzendes Auto, vielleicht in der Farbe, die keinen Aufpreis passt, kostet. Plant euch das zusätzliche Geld mit ein und lasst euch das Auto matt folieren. Weil selbst wenn dann die Folie so eine Schäden hat, zieht ihr sie ab und das Auto darunter ist in einem neuwertigen Zustand und hat keine Flecken auf der Oberfläche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch dieses Infovideo hat euch mal gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, wenn ihr keine Videos und Benachrichtigungen mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.